vorbereitet in den späten 90er Jahren, hat dann Fahrt aufgenommen mit der Herstellung systematischer krisenhafter Erscheinungen. Also man hat die Menschen quasi in eine Kette von Krisen gesperrt, die gar nicht notwendig gewesen wären. Und selbst wenn sie klein waren, hat man sie so aufgeblasen, als ging es um quasi den Atomkrieg. Ja? Das fing an mit 9-11, dann kam die erste Dotcom-Krise, dann kam die Wirtschaftskrise 2007, 2008 und so weiter. Das waren alles vermeidbare Krisen. Alles. Und zwar deswegen, weil sie das Ergebnis falscher Politik waren. Und damit kommen wir jetzt zu der zweiten Schicht. Nämlich die Frage, was ist es denn, was uns ökonomisch quasi jetzt in diese Katastrophe führt, in der wir uns jetzt befinden. Wir sind ja, die Leute fragen mich immer, Herr Grall, wo bleibt denn der Crash? Dann sage ich, dann schauen Sie mal zum Fenster aus. Wenn die Leute 15% ihres Einkommens schon eingebüßt haben, 15% ihrer Kaufkraft schon eingebüßt haben, was muss eigentlich passieren, dass die das noch eine Krise nennen? Müssen die erst die Hälfte verlieren? Die werden die Hälfte verlieren, keine Sorge, es wird passieren. Weil diese Trajektorie, die geht gerade runter. Es gibt auch keine Unterbrechung die nächsten Monate und Quartale dafür. Die Kernfrage an der Stelle ist, was hat uns also dahin geführt? Und es ist eine Mischung aus verschiedenen Elementen der Wirtschafts- und Geldpolitik und der Regulierungspolitik, die alle vom gleichen Gedankengut angetrieben werden, nämlich von der Anmaßung des Wissens. Die Anmaßung des Wissens ist im Grunde genommen auch Ausfluss einer antiwissenschaftlichen, antiaufklärerischen Haltung, denn sie sagt, ich weiß es besser, ja, ich Politiker weiß es besser als ihr alle da draußen. Also ein paar, sagen wir mal, paar Dutzend Nasen in Berlin sollen es besser wissen als die 80 Millionen da draußen. Das ist genau das. Deswegen unterscheidet sich die Planwirtschaft auch so fundamental von der Marktwirtschaft. Die Planwirtschaft sagt, wenige wissen es besser als alle anderen, während die Marktwirtschaft sagt, alle anderen wissen es besser als die wenigen. Deswegen ist die Marktwirtschaft ein dezentraler Entscheidungs- und Allokationsmechanismus und die Planwirtschaft ein zentraler Allokations- und Entscheidungsmechanismus. Das heißt, die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Das heißt, Planwirtschaft und Staatswirtschaft beruht immer darauf, dass einige wenige die Anmaßung des Wissens ausüben und die Anmaßung der Macht und die Arroganz der Macht und die Anmaßung dieses Wissens übersetzen sie dann in Handlungen, die sie uns allen aufoktroyieren. Und da gibt es drei Hauptfelder. Das erste Hauptfeld ist die falsche Wirtschaftspolitik per se. Das heißt also, es wird eine Wirtschaftspolitik gemacht, bei der der Staat immer mehr Aufgaben an sich zieht, für sich immer mehr Zuständigkeiten an sich zieht, für die er nicht zuständig ist, die er auch nicht besser kann als all die anderen da draußen. Und damit werden die Menschen systematisch gegängelt. Das heißt, sie werden immer weiter in ihren Entscheidungsmöglichkeiten eingeschränkt. Man nimmt ihnen immer mehr Geld ab. Immer mehr Geld geht durch die Hände des Staates und so steigt die Staatsquote weiter und weiter und weiter. Dann gibt es dieses zweite Feld, wo man den Leuten scheinbar noch nicht alle Entscheidungen abgenommen hat, nämlich der Teil, der noch angeblich freie Marktwirtschaft ist, also nicht Staatsquote. Dieser Teil wird abgewürgt durch Überregulierung. Das heißt also, wir machen eine Flut von Gesetzen und Überregulierungen und schreiben den Menschen vor, welche Verträge sie machen dürfen, welche sie nicht machen dürfen, was sie an Zetteln auszufüllen haben. Also diese riesen Flut an Papier, die die Menschen ausfüllen müssen für irgendwelche Behörden, die dann auch zu nichts führen. Die werden gelesen, gelacht, gelocht. Dann kommt nichts mehr. Das ist alles nur, um sie beschäftigt zu halten und um sie zu zwingen, bestimmte Dinge zu machen, die sie sonst nicht tun würden, weil sie zu ihrem Schaden sind. Die Hauptbaustellen, die wir da sehen, sind DSGVO, also eine Überbürokratisierung des Datenschutzes. Der kommt unter dem Deckmantel daher, uns vor den großen Tech-Giganten zu schützen. Der schützt uns aber überhaupt nicht vor den großen Tech-Giganten. Das Einzige, was er macht, ist, den Mittelstand zu kriminalisieren. Mehr passiert da nicht. Und ihn mit Arbeit so zu schütten. Das zweite große Thema ist dieses ganze Klima, der ganze Klimaunsinn, also Heizungsgesetz und ständige Verschärfung von irgendwelchen Vorschriften, um CO2, wie es so schön heißt, einzusparen. Ja? Den Leuten ist überhaupt nicht klar, dass CO2 überhaupt nicht die Wirkung hat. Es gibt keine Wirkung des CO2s auf die Menschen. Es ist einfach wissenschaftliche Chimäre. Es gibt keinen Beweis. Er wurde einfach bisher nicht vorgelegt. Also fangen Sie mal an zu suchen. Sie werden ihn nicht finden. Außer der Behauptung von gut vom Staat bezahlten angeblichen Wissenschaftlern, dass es so sei, habe ich da noch nichts zu sehen bekommen. Das gibt es einfach nicht. Im Gegenteil, es gibt eine Menge Physiker, die sagen, es ist der größte Schmarrn, von dem wir je gehört haben. Ja, und auch jetzt neuerdings Nobelpreisträger äußern sich ja auch. Man hat die ja auch lang genug dazu gebracht, sich nicht zu äußern. Also es gibt mittlerweile so viel Widerspruch aus der wissenschaftlichen Community. Man kann das im Prinzip gar nicht mehr behaupten, dass es so sei. Trotzdem wird es uns als eher eine eiserne Wahrheit in der gleichen Weise präsentiert, wie man vor 500 Jahren gesagt hat, dass die Sonne sich um die Erde dreht.
Ja, mit jetzt der hat diese Welle auch noch Menschen, Politiker nach oben. Ja, das ist natürlich, es bringt Leute in Amt und Würden, die nichts anderes können, als diesen Schwachsinn nachzubilden. Ja, und die reich werden damit, dass sie sich quasi in korrupter Weise mit denen zusammentun, die die Gewinner dieser Sache sind. Denn jede Sache dieser Art hat Gewinner. Es fließen Subventionen in gewaltigem Umfang, die fließen ja nicht irgendwo ins Nirvana. Die fließen Menschen zu, die dieses zum Geschäftsmodell machen. Und da sagt man, follow the money, dann weiß man, wo es hingeht. So, das dritte Element ist ESG. ESG ist Environment Social Governance, das kommt da frisch aus der Druckerpresse der EU. Das ist ein System, mit dem man die Unternehmen jetzt überzieht, und zwar geht man über das Bankensystem. Die Banken müssen also von jedem ihrer Kunden einen ESG-Score anlegen, also eine Art Rating. Das ist sowas wie ein chinesisches Social Scoring, also ein sowas wie Fleißkärtchen in der Schule. Also sie werden, jedes Unternehmen wird danach beurteilt, wie nachhaltig es angeblich ist. Nachhaltig ist das größte, als Wort, die größte Hure, die man je gesehen hat. Ja, es gibt das Wort nachhaltig beherrscht alle Diskussionen. Es kommt nur nichts raus dabei, was nachhaltig ist. Sondern nachhaltig dient nur der Bemäntelung einer Politik der Umverteilung und der Korruption. Und jetzt soll jedes Unternehmen also nachhaltig werden. Also wenn Sie zum Beispiel noch mit Öl heizen, kriegen Sie Abzug. Wenn Sie keine bunten Fähnchen vors Fenster hängen, kriegen Sie Abzug. Wenn Sie nicht gendern, kriegen Sie Abzug. Wenn Sie das MWD mal bei einer Stellenanzeige vergessen, kriegen Sie Abzug. Das heißt, das ist ein totales System der Mind Control, also der Gedankenkontrolle auf Unternehmensebene. Eine Vorstufe, es dann auf die Menschen zu übertragen. Denn wie geht das? Erst macht man es auf das Unternehmen, dann werden die Manager herangezogen und dann von da aus fließt es bergab, wie Wasser bergab fließt. Das heißt, das ist ein Sozialkontrollsystem nach chinesischem Vorbild, das hier über uns alle gestülpt werden soll und das einer totalen Bürokratisierung unseres täglichen Lebens gleichkommt. Und dann sollen Sie in Zukunft Kredite nur noch kriegen, wenn Sie da brav sind. Wenn Sie dann nicht mehr brav sind, kriegen Sie keine Kredite oder Sie müssen mehr bezahlen dafür. Und auf diese Weise steuert jetzt die Politik mikromanagementmäßig die Investitionen. Und damit steuert sie ganze Wirtschaft. Und damit haben wir keine Marktwirtschaft mehr, sondern wir haben eine Planwirtschaft. Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg
mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.